Hey Leute, was geht? Willkommen zurück zu Order and Chaos Online und ich bin gerade am Südperlenstrand und ihr wisst nicht, wer mir da gerade unter die Finger gekommen ist. Gerade beim Spawn, Snoo Kapitän Forest, ich hab ihn. Geile Scheiße. Oder, hab ich ihn? Ist er jetzt tot? Naja, auf jeden Fall willkommen Leute, ich hab ihn jetzt, glaube ich, endlich gefunden. Alter, es hat lang genug gedauert. Ich weiß auch endlich jetzt, wo er gespawnt ist, und zwar hier, wo wir im letzten Part uns auch ständig aufgehalten haben. Bei diesen Kisten, bei den Krokodilen. Und ich glaube, dass wir seinen Kopf nehmen müssen, oder? Richtig. Zack, ist die Quest erfüllt. Geile Scheiße. Alter. Meine Fresse, ich habe hier echt lang genug gestanden. Offscreen und dann auch im Part. Wisst ihr? Alter, das war so heftig. So. Und während wir in die Stadt gehen, machen wir wieder das Übliche, was man so macht, ne? Wisst ihr Bescheid? Bisschen Lotto. Nö. Obwohl, ich habe gerade ein bisschen Angst, ne, dass ich da bei denen reinlaufe irgendwie. Dass ich da irgendwo reinlaufe. Ach, passt schon, Alter, ganz ehrlich. Könnt mir mal die Puppe schmatzen, Kinders. Ein Glückskreuz, das ist geil. Das freut mich. Und die anderen zwei Truhen machen wir gleich in der Stadt. Ich habe hier keinen Bock, gegen Bäume zu laufen oder sonst was. Aber sehr schön, ey. Hätten wir die Quest erledigt, ey. Das ist sowieso eine Hass-Quest. Besonders, wenn da so viele Leute stehen, die auch diesen scheiß Kapitän Forest besiegen wollen. Ey, das ist mega schlimm. Könnte ich kotzen, wenn ich sowas sehe, du. Naja. So, jetzt sind wir auf jeden Fall hier wieder in Glockensand unterwegs, ne? Haben auch schon die ein oder andere Quest hier erfüllt, Alter. So muss das sein. Und wie gesagt, jetzt noch ein bisschen Lotterie zum Anfang des Parts. Weißt du Bescheid? Silbertruhe, gib ihm. Eine Lösezange. Was ist das? Zwei Stück von denen habe ich bekommen. Aber ich frage mich, was sind das für Dinger, Alter? Was ist das? Das ist doch für mich noch gar nicht irrelevant. Und Essenz Gottes, Alter, was... Alter, das ist bestimmt so 100 Gold wert oder sonst was. Ich habe keine Ahnung, ey. Aber jetzt noch ein Rad des Glücks, Alter. Gönnen wir uns auch noch. Also ich hätte ja gern so ein Emblem da ganz oben. So ein Heldenwappen. Komm, gib's mir. Ah, scheiße, Alter. Na, ist egal. Boah, ich hab ein Eichhörnchen bekommen. Geil, ich hab ein Eichhörnchen. Ja, ist das geil, ich hab ein Eichhörnchen, Alter. Jetzt bin ich der Killer, jetzt bin ich der King, ey. Geile Scheiße, du. Entfernt Edelstein. Alter, ist mein Beutel voll. Alter, ist mein Beutel voll. Alter, ist mein Beutel voll. Alter. Ich glaube, wir werden den feurigen Stab erstmal behalten. Was ist das? Rüstung plus 5. Weisheit plus 4. Rüstung plus 15 meine ich natürlich. Okay. Krass. Schauen wir mal, was dieses Schulterpolster bringt. Zauberkraft um 6. Kritischer Zaubertrefferlevel um 2. Okay. Ich glaube, ich werde mir erstmal diese melodische Schulterpolster zur Brust nehmen. Und ein bebender Umhang. Krass. 5 Rüstungen mehr. Gönnen wir uns. Auch wenn da ein Stärke-Plus dabei ist, das macht uns gar nichts aus. Das ist mir vollkommen egal. Hauptsache, ich habe die Rüstung. Da geht es mir auch nicht um die Stärke, weil ich glaube nicht, dass ein Magier Stärke besitzt, oder? Ist das so? Essenz Gottes kann man nicht verkaufen. Das kann man auch nicht verkaufen. Hä? Okay. Da werde ich halt jetzt den ganzen anderen Plunder verkaufen, den ich hier nicht brauche. Wie zum Beispiel gewöhnliche Krokodilscheiße, Übungspolster, das... Ist das, Ananas. Stab der Bestienseele brauchen wir auch nicht, auch wenn er gut aussieht. Auch wenn er wirklich gut aussieht, ey, der sieht wirklich gut aus, aber ey, wir brauchen den echt nicht. Boah, und das, die ganz, ganz ehrlich, diese unnötige Scheiße hier, Schrott von hochwertigen Waffen, dies, das, Ananas. Was willst du damit? Alter. Okay. Ne, wie das halt so üblich ist in einem Part, ne, dass wir erstmal am Anfang sowas machen, sowas fabrizieren.
Und ich habe schon 9 Trollbluttränke, Alter. Was geht denn da ab? Ich bin einfach nur der Babo, weil ich das alles spare, Alter. Ey, ihr wisst nicht, ne? Wie uns das später mal den Arsch retten wird, Alter. Das könnt ihr euch bestimmt gut vorstellen, weil es gibt hier jetzt einige Zuschauer, die dazugekommen sind, die schon den 70. Level erreicht haben und so. Freut mich, dass ihr zuguckt. Geil, freut mich, dass ihr den Weg auf meinem Kanal gefunden habt. Geile Scheiße. Und ja, ich kann mir das schon vorstellen, wie ihr mich so auslacht und so, aber ganz ehrlich, ich kann das Spiel nicht. Also ich bin da kein, was heißt, ich kann das Spiel nicht? Ich kann das Spiel schon, nur ich bin da kein Experte drin. Komm, wir machen jetzt mal erstmal das Eichhörnchen. Das Killer-Eichhörnchen, Alter. Jetzt läuft uns ein Eichhörnchen hinterher. Ist das nicht geil? Jetzt läuft uns einfach ein fucking Eichhörnchen hinterher. Geile Scheiße, wa? Jetzt sind wir die Babos, Alter. Wie geil, guck mal, wie das uns hinterherläuft. So, Quest abgeben hier. Was geht? Monsieur Bollen. Der Kopf des Kapitäns. Was für ein riesiger Kopf. Den stecke ich sofort in meinen Anus oder auf einen Pfahl, damit die im Dorf alle sehen. Ich hatte dir einen Freudentanz versprochen, aber also das war natürlich nur so eine Redensart, aber ich bin dir sehr dankbar. Okay, geil. Wir kriegen eine neue Kapuze am Start. Okay, geil, geil. Nehme ich doch gerne in Kauf. Sehr schön. Gut, die Quest mit Bollen hätten wir erfüllt und wären fast Level 16, Alter. Guckt euch das mal an. Ist das nicht geil? Alter, Alter, du scheiß Charakter, Alter, ohne Scheiß, ne? Dieser Cursor, der ist einfach nur behindert. Nancy's Antwort, falls ihr euch erinnert, wir waren ja in einer Bar und mussten die Arbeitszeiten von Nancy rausfinden. So, jetzt sind wir wieder hier und sagen ihm das. Ah, gut gemacht. Jetzt brauche ich aber nur noch ein paar Blumen und etwas Parfüm oder so, ich meine, Sprich mit Mr. Crookie. In Ordnung, ich kann dir vertrauen. Die Person, mit der du sprechen musst, ist Mr. Crookie. Er ist derjenige, der still und heimlich die Fäden zieht. Er leitet all unsere Operationen. Vielleicht hat er ja Verwendung für dich. Ich gebe dir noch einen Rat mit auf den Weg. Wenn du Mr. Crookie dich, oder wenn er dich bittet, etwas zu tun, dann tust du es. Du fragst nicht nach Gründen. Wo finde ich diesen Mr. Crookie, Sir, man? Motherfucker. Aha, anscheinend hier in der Stadt. Ja, das ist doch schön. Ja, das bockt ja. Wo ist er denn genau? Kann das sein, dass er da drin ist? Das kann sein. Leute, ich muss eben mal ganz kurz was erledigen. Also, bis gleich. So, da wäre ich wieder. Alles cool, alles cool. So, hallo Mr. Crookie, Sir. Was geht? Rufus schickt dich. Was hat das so lange gedauert? Oh nein, ich nehme kein Duell, dann du Spasti. Verpiss dich. Befrag den Verräter mit Crookies Instrumenten. Als Mitglieder der Blutkuttengilde gilt unsere ganze Treue einzig und allein. Wem? Ganz genau, du hast es erraten, der Blutkuttengilde. Eines unserer Mitglieder hat beschlossen, etwas anderes über diese Treue zu stellen. Sein Herz gehört dem Geld oder dem Gold. Er hat mit den Piraten zusammengearbeitet, Geheimnisse verraten, Waren geschmuggelt. Bis wir ihn erwischt haben? Na, sein Name ist Garland Burke und er kann unmöglich allein gearbeitet haben. Dafür ist er nicht schlau genug. Ich will, dass dieser Abtrünnige uns Namen verrät. Nimm meine Folterinstrumente und bringe zum Reden. An die Quest kann ich mich noch sehr gut erinnern, die ist mega easy. Ihr seht da diesen Sklaven. Das ist Garland Book. Und früher, bei meinen ersten Durchspielen, habe ich mir so gedacht, hä? Ich tippe den tausendmal an, ich tippe diesen Kerl hier wirklich tausendmal an und es passiert gar nichts. Aber die Lösung des Problems liegt hier in unserer Beuteltasche. Und es gibt hier wirklich Crookies Folterinstrumente, die wir benutzen können. Und er dann jetzt so... Nein, ich werde alles sagen. Hört auf. Oh, das hat sich geil angefühlt. Oh, schlagt mich. Schade, ich kann ihn leider nicht noch einmal schlagen. Schade. Eichhörnchen, willst du ihn töten? Nicht? Okay, dann nicht. Schade. Hi, nice day. Befrage den Verräter. Verhöre Garland Book mithilfe der Folterinstrumente. Unser kleines Schweinchen hat also gequiekt, ja? Ja. Ich wusste, dass er nicht standhalten würde. Töte 8 Blutkuttenverräter. Die Ratte hat also die anderen Ratten verraten? Zeig mir mal die Liste. Tote Männer, was ich hier habe, ist eine Liste mit toten Männern. Diese Namen gehören Toten. Und du bist der Sensenmann. Finde diese Verräter und mach ihrem erbärmlichen Leben ein Ende.
Mit Vergnügen, Mann. Mit Vergnügen. Auch recht easy. Und Alter, guckt euch mal unser Level an. Wir sind fast Level 16. Krass, ne? Ich muss auch sagen, dass ich durch diese Snook-Kapitäns-Quest, also diese Snook-Piraten-Quest, mega viel gelevelt bin. Also ich bin... Ich habe echt sehr viele Balken bekommen, so krass, also so viele Erfahrungsbalken habe ich bekommen, so krass bin ich da gelevelt, ey. Das war echt schon heftig. Das war nicht mehr gesund. So, und zwar müsst ihr euch vorstellen, sind die Blutkundenverräter alle hier bei den Wölfen. Und ja, die sind auch Level 15, das passt ja dann so levelmäßig, also würde ich sagen, greifen wir aber direkt mal an, wa? Und um Zeit zu sparen, würde ich sagen, cutte ich euch das erste Mal und würde sagen, wir sehen uns dann, wenn ich alle besiegt habe. Also 8 Stück, ne? Wenn ich 8 Stück getötet habe. Also bis gleich, meine lieben Kinderchens. Bis gleich. Und damit hätten wir auch den letzten Blutkundenverräter getötet. Und damit gehen wir jetzt hoch und gucken mal, wie zufriedenstellend sich dieser Typ da macht, ne? Gucken wir mal. Aber ich glaube, das war es noch längst nicht mit den Quests hier in Glockensand. Also die Questwelle hier ist noch viel heftiger als in Schweigen, das kann ich euch sagen. Also wenn ihr schon denkt, in Schweigen war schlimm, dann müsst ihr euch mal hier drauf einstellen. Also hier sind echt tausende Quests, die erstmal in die nächste Stadt führen, dann in ein nächstes Gebiet und dann wieder zurück und dann so und so und so und zack und zack und zack. Und Alter, das ist einfach nur krass. Also hier ist echt so eine Questception, Alter. Krass. So. Wasch dir die Hände, sie sind blutbesudelt. Ja, ich weiß. Wegen deiner... Ist alles deine Schuld, du Arschloch. Okay, wir kriegen einen neuen Sexy Rock der Sexiness. Und, ja, komm, nehmen wir den einfach mal. Erinnere Fürst Dugan an die Abmachung. Ich mag deine Arbeitsweise. Du schreitest zur Tat und stellst keine Fragen. Daher habe ich dir eine weitere Aufgabe erstellt. Ich habe eine Abmachung. Wir Blutkunden haben mit dem lieben Bürger von Glockensand eine Abmachung. Wir kümmern uns um ihre Angelegenheiten. Wir beschützen sie. Als Gegenleistung bekommen wir einen Prozentsatz ihrer Handelssteuern. Das ist ein warmes, brüderliches Arbeitsverhältnis. Das Einzige, worauf wir bestehen, ist pünktliche Bezahlung. Und jetzt im Moment ist unsere Bezahlung überfällig. Geh zu Fürst Drugen und erinnere ihn höflich an unsere Abmachung. Faule Sau, bist doch selber zu faul, um da hinzugehen, du fette Sau, Alter. Fette Schlampe. Und wo ist das der Typ? Wo ist der Typ? Wahrscheinlich da unten, wa? An der Hütte? Oder kann das sein, dass er da oben ist? Das kann nämlich auch sein, weil ich glaube, da oben gibt es irgendwo so ein... Ein Häuschen, da muss er, glaube ich, sein. So sieht's auch, glaube ich, aus. Ja, da oben ist er schon. Okay. Ich würde sagen, das machen wir noch in diesem Part. Und dann würde ich sagen, war es das auch für diesen, ja, für diesen Samstagspart. Ich glaube, der war jetzt ein bisschen länger. Ne? Passiert. Ja, ja, Crookie wird seine Bezahlung noch früh genug bekommen. Okay. Geil, damit sind wir Level 16. Ich weiß zwar nicht, wie lange. Aber Leute, ich würde sagen, die Quests hier in diesem Häuschen, oder in dieser Villa würde ich schon sagen, ne, schönes Haus hier, wa? Sieht geil aus. Die Quests hier, die machen wir im nächsten Part und ich würde sagen, seid mit dabei, bis morgen, haut rein, ciao.